Minecart-Strecke hinbauen. Ja, das ist halt viel Sand, ne? Ja, und jetzt dann fangen wir an, den Tunnel zu buddeln. Ich hab erstmal das Dings gebuddelt. Ja, ich meine jetzt so, wenn du nichts zu tun hast. Du weißt ja immer nicht, was du machen sollst. Ich hab aber was zu tun. Oh, nächstes Projekt. Was wird's diesmal? Nächstes Projekt, richtig. Ja, was wird's diesmal? Ja, ich muss erstmal. Ist noch ein Geheimnis. Oh, immer diese Leute, die ihre Projekte geheim halten müssen. Ist echt so ernst. Oh, Wolle. Wolle nehme ich bei euch hier mit. Nein. I don't have any Wolle. Nee, aber you have Sheeps. Ja, aber die sind alle frisch am Ernten gerade. Frisch am Ernten? Sonst kann ich nachher nicht schlafen, wenn Nacht ist. Ja. Dann nimm dein Bett mit. Das kannst nee, du so auch nicht, Nils. Ja, stimmt, Ken hat doch eh keins mit. Ich. Von Kelle. Den habe ich für keine Schere gemacht. Obwohl das ist nice, ich. Die brauche ich. Ja, eine kriegst du. Hallo Zombie, wo kommst du? Wo ist ein Hoggelpoggel? Oben in meinem Holzhaus. Oh, ich sehe deinen Namen schweben. Oh. So. Nice. Warum benutzt du nicht die Leiter? Oh, so einfach. Mini-Zombie. Da hier von oben kommt da was runtergeworfen. Ey, warte mal. War einer too much? Danke. Oh nö. Kommt er da runtergefallen? Wie komm ich jetzt hier wieder weg? Da! Oh. Oh. Den Zaun abbauen. Oh, Zaun kam runtergefallen. Wie komme ich am besten zu Kellesfelder? Ey, Nils. Ja? Was würdest du für ein Dach auf meiner Holzscheune bauen? Für die Hühner? Was wäre da deine Empfehlung? Warte, ich muss kurz gucken. Ja, relativ hell, ne? Jo. Cobblestone. Ja, dann mach mal. Oder du machst Darkwood für die Dinger, für die Planken, und dann kannst du auch Netherrack-Dings nehmen. Ja, eine Netherbrick. Da passt ein bisschen Cobble zu. Ja, ich mach Cobble. Deine Fenster sehen auch irgendwie irgendwo geklatscht. Hey. Wir haben ein Konzept. Oh, was sind die für eine Knopfkelle bei dir? LOL, dein Feld ist explodiert. Verarschen. Ja. Na, ich hoffe es. Sonst brennt alles. Sonst brennt Jonas Kirche. Dann ist wieder Nordkorea. Immer schön drohen. Ja. Jonas Kirche brennt sonst. Und du ja, bist schuld, Nils. Ja, sein Dach. Und sein Parkett. Du, dann kannst du das Spiel aber alleine spielen. Kann er auch, weil dann fliegt er vom Server. Hä? Weil ich bin immer so gut zu euch eigentlich. Ich helfe euch immer. Dann habt ihr eigentlich war das ernsthaft jetzt mit Cobblestone? Oder Stormbreaks, das geht auch helfen, ja. Okay, ja. Wow. Ja, ich glaube, ich werde Cobblestone machen. Weniger Arbeit, ne? Ja, und weil Jonas Haus daneben schon aus Stone Bricks ist. Dann ist mehr Abwechslung. Mehr Abwechslung. Hast du noch den Server von Staffel 2 eigentlich? Oder die Welt? Ja. Auch von Staffel 1? Nein. Schade. Eigentlich nicht. Eigentlich heißt es, shit, eine Möglichkeit. Ja. Oh, ich höre schon wieder eine Witch hier irgendwo. Kellis Muddy. Wer hat eigentlich damit angefangen? Nils oder Fennin? Ich glaube, ich war das.
Ja, aber Kette, das gehört jetzt. Das ist jetzt einfach so eingebürgert. Ja, es ist einfach unlustig. Das stimmt. Ja, natürlich ist es unlustig, aber das ist eingebürgert. Nur man sieht es ein, dass du unlustig bist. War ja nie lustig. Weil am Anfang war es lustig, aber. Nee. So, geradeaus einfach nach hinten von deinem Dings weg, ne? Von deinem Feld. Ja, nee, nicht von meinem Feld, von meinem Haus. Von seinem Haus. Zu mir hast du das gesagt, ey. Ich wäre 90 Grad falsch gelaufen. Merkt. Oh, da geht's bergab. Kelle, dein ganzen Berg dahinter ist alles voll mit Granit, ne? Aber nee, ich erhandle mir das lieber, indem ich Holz abbaue. Hast du schön analysiert, Nils. Aber dadurch wird der Markt angekurbelt. Angebot und Nachfrage. Ja. Okay, und liegt ein Button. Wo gehört der hin? Was? Selbstzerstörungsknopf. Ne, der lag hier so. Achso, nein, den habe ich eben abgebaut. Der. So. Und durch einen Schalter ersetzt. Ich hab bei dir was gefunden. Und das hier hat, Weiß ich nicht. Natürlich gewachsen. Wurde da irgendwie hingesetzt, ich weiß nicht von wem. Ist irgendein Flicken. Und da hängt in der Cleanstone-Wand hängt einfach mal so ein Stonebrick. Hat da wohl irgendjemand hingesetzt. Das ist Art. Nee, ich höre ein Skelett, ich bin weg. Ohne Rüstung mich hier gar kein Kampf. Ey! Was? Sag mal, benimm dich doch mal. Oh, ist auch eine Wüste oder was ist das da? Eine Wüste kann nicht sein. Ah, ich habe das Biom gefunden. No. Ist gar nicht mal so weit weg, ne? Nö, es geht tatsächlich. So. Nice, Dias. Na, wobei, ja, mit 21 werde ich da nicht rumkommen. Eli, zwei Diamanten. Hier ist auch ein Kaktus. Über der Tür. Ich hab doch schon. Ja, ich weiß, aber. Falls er demnächst noch was braucht. Ja, ich hab ja selber Kaktusmontagen. Oh, ich hab nur zwei Diamanten gerade gefunden, ey. Was soll der Kack denn? Zwei mehr als ich gerade. Ich hab drei Eisenspitzhacken verbraucht. Nice one. Nice. Hab richtig Lack. Wie ich ja nur, würde ich sagen. Ja. Ja. Kauf dir mal eine Jewel Skill oder Night hier X-Ray. Night Vision, kauf dir Night Vision. Jonas, mit Night Vision geht's echt besser. Mit Night Vision geht das, ja. X-Ray, so wie Gärken. Ich glaube, das ist unfair. Wer holt sich denn für Minecraft X-Ray? Deine Mom? So. 100%ig hatte der das damals. Ja, hatte der auch. Der hat nach 3-4 Spielstunden hat der einen Stack Diamanten gehabt. Wenn wir alle unsere Häuser gebaut haben. Quasi so wie Kelle. Und der hat dann aber am Ende auch noch sein Haus gebaut, also so ist es ja nicht. Ja, das war ja so, als wir das... Nils, das war ja auch so, als wir das Battle hatten gegen euch. Ich ja. Und Kelle gegen Merkens und du. Ich hatte drei Diamanten und er hatte, glaube ich, 17 oder so gefunden. Was? Wir haben Battle gemacht? Wo war ich denn da? Oh, habe ich Kelle gesagt? Ich meinte du und Merkens. Nee, ja, und du hast gesagt, ich und Kelle. Ja. Und du und Merkens. Ist aber egal, ich weiß aber, was du meinst. Ja. Ich nicht. Oh. Ja. Ja, Kelle, das interessiert uns nicht. Das Battle, wo wir dann die Unsichtbarkeitstränke gemacht haben, ne? Ja, ich glaube schon, da haben wir gedacht, jawohl, wir haben so viele Diamanten, da haben wir einen fetten Vorteil mit. Ja, wir haben auch keinen gefunden. Wir haben so gesagt, okay, in einer halben Stunde bitte dann an die Erdoberfläche kommen und dann kämpfen. Und wir hatten nichts.
Aber dann ist uns auf die Idee gekommen. Oh, wir machen Unsichtbarkeitstränke. Ja. Ist ja gut. Hättet ihr da im Nether draufgegangen, wäre natürlich dumm, ne? Ja, wir mussten voll. Ja, wir sind volles Risiko gegangen. So, dann ist das jetzt auch erstmal fertig. Dann kann ich jetzt da hinten. Oh, es ist schon wieder dunkel. Ja. Sehr ärgerlich. Kelle kann nicht pennen, also. Korrekt. Ich bin gerade bei den Koordinaten minus 614 und minus 1300. Ein paar töten. Blöcke entfernt. Hütet es für Vorseier legt. Aus Stacks. Was hat man denn noch alles früher mal gebaut? Aber muss ja sagen, seine Mühle war. Sah ganz in Ordnung aus. Welche? Auf dem Server, wo das Video auch entstanden ist. Er hatte eine Mühle? Ja. Da, wo du dich noch in 17.000 Blöcke Entfernung hingebaut hast. Ja, was hatte ich da nochmal gesucht? Da bist du doch sogar selbstständig hingefahren mit dem Boot, ne? Ja, mit dem Boot. Oh Mann, ey. Da war ich 3 Tage lang oder so unterwegs. Also Minecraft-Tage. Boot ging das relativ schnell. Zum Schluss haben wir uns dann ja auch nur noch mit Waypoints dahin teleportiert. Ja, Alter, wir haben uns nur noch am Ende teleportiert. Ja. Das ist halt das Problem, wenn man einmal mit Cheaten anfängt, hört man auch nicht mehr auf. Oh ja. Darum war ich auch immer so konsequent gegen Cheaten. Ja, war ich auch für, aber... Gerken, oh nein. Mini-Zombie, checkt. Nice one, Ego. Ach, Kelle, du bist 1000 Mal gestorben. Oh ja, und ich muss wenigstens nicht laufen die ganze Zeit. Ja, shit happens. Außerdem bist du da schuld, dass ich gerade gestorben bin. Weil du kein scheiß Bett mit hast. Ja, stört mich da so, stört es dich. Doch, stört dich nicht, aber wenn dir gleich Sachen fehlen, dann stört sich schon. Aha. Ich hab gemeint, wenn du stirbst, oder? Zum Schluss ging ja bei Gerken das Verzauber noch gar nicht mehr. Der hat ja nur noch mit Game Mode verzaubert. Immer. Den hat ihn auch immer geglaubt. Oh ja, Finn hat das denn ja auch irgendwann angefangen. Ja, meins geht auch nicht mehr. Finn war der größte Cheater. Jo, wie viel Damage macht der denn? Mit voller Eisenrüstung zieht der mir 3 Herzen pro Schlag ab, ey. Pro Schrot. Und ich brauche 20. Ich brauch 20 Schläge, ey. Das ist so witzlos, das neue Kampfsystem. Ja, du musst den Knopf beim Schlagen länger gedrückt halten. Ja, gedrückt halten? Ja. Das bringt mir nichts, weil das Ding mich so schnell angreift, dass ich ganz schnell hintereinander schießen muss. Weil er halt so scheiße schnell ist. Jetzt sind hier 2 drin! Ich schlag immer, weglaufen und den Schlag. Der hat meine Eisenrüstung angezogen! Oh, das ist natürlich ärgerlich. Alter, keine Chance, ey. Oh, da sind mega viele Creeper drauf. Ja, ich glaube, der eine hat jetzt auch noch meine Tür kaputt gemacht. Das heißt, da laufen jetzt noch mehr Zombies rein. Nee, die ist nicht kaputt, die ist noch heile. Ja, da sind 2 Creeper vor. Och, Mann, ey. Können wir nicht Kelle vom Server kicken und pennen gehen? Nee, der Creeper, der stand vor meiner Villa. Meint aber hier mal, oh, der hat meine Tür zerstört. Hallo. Er hat mein Eisenschwert. Er macht 6 Schaden pro Hit. Oh, 2 Zombies. 3, 4. Oh Gott, hallo. Okay, der Bau wurde für diese Nacht verschoben.
Ey, wo ist meine gerade gebaute Eisenrüstung hin? Gerade eine Eisenrüstung gebaut, die ist wieder weg, oder was? Ich kann nicht mehr sprinten. RIP! Hallo? Oh, die ganze Scheiße wurde von den Zombies eingesammelt. Die haben meine komplette Eisenrüstung. Ey. Oh, der läuft da mit meiner Hose rum. Oh nein, oh nein, oh nein. Halbes Herz noch. Oh. Oh Mann, Keller, Alter, nimm ein Bett mit, ey. Ja, sorry, ich bin jetzt schon sonst wo. Sonst habe ich auch mal ein Bett mit, Leute. Ich hab nicht gedacht. Ey, ich komm kaum noch an meine Sachen. Das komplette Marktplatz ist voll. Marktplatz? Ah, kaum, wie ich das nennen soll, ey. Unsere Dorfmitte. Ah. Das Zentrum vielleicht, denke ich. Zentrum des Wissens. Das ist bei mir zu Hause. Boah, quasi, ja, ich bin noch gar nicht da. Oha. Wahrscheinlich, ey. Bist du schlau? Ja. Oh. Hashtag, ich mache Abitur. Abitur? Abitur. Ne, Kelle, du weißt ja, was in einem freien Markt wird. Wo war da, Kelle, was war das nochmal mit dem Kartellamt? Du nimmst Auslegungssache immer noch. Ja, ja, aber wo war das? Wo ging es da nochmal? Ich weiß es nicht mehr so genau. Ja, wir haben darüber geredet, ob es einer freien Marktwirtschaft ein Kartellamt geben dürfte. Ja, Jonas? Ja. Das ist in der freien Marktwirtschaft ein Kartellamt. Okay, in der freien Marktwirtschaft. Wenn die da eigentlich nicht, oder? Doch, ich glaube schon. Damit Monopole vermieden werden. Also frei ist ja komplett Staat nicht drin. Ja. Ja, doch, Staat soll in dem Fall regeln, wenn der Markt nicht funktioniert. Ja, sozialen, so ist eine freie nicht einfach komplett staatlos. Ja, ist so, Jonas. In der freien ist, soweit ich weiß, auch drin, dass falls der Markt mal nicht funktionieren sollte, dass der Staat eingreift. Nein, der Staat greift gar nicht ein. Nicht in der sozialen auf jeden Fall. In der sozialen auf jeden Fall. In der freien glaube ich auch. Ja, in der freien ist es ja dieser Nachtwächterstaat. Ja, deswegen, das zählt glaube ich für mich als Nachtwächterstaat. Dass, falls Monopol. Ja, nee, geht, nein. Der Nachtwächterstaat soll nur eingreifen. Oh, wie war das? Im Kriegsfalle? Außerhalb? Innerhalb? Oh. Ja, da ist halt nicht Abiturschwerpunkt bei uns. Das haben wir nicht so genau behandelt. Muss man auch dazu sagen. Ja, sonst ist das glaube ich Abiturschwerpunkt. Komm. Ja, er schießt um die Ecke, Alter. Ja. Scheiß Hacker. Jonas, was war das doch für Dings? Keine Ahnung. Ich hab Abitur in VW. Ich bin halt egal. Keine Ahnung. Ja, du hast dich für VW entschieden. Genau. Your biggest mistake ever. Was? BV? BV. So, Informationsverarbeitung. Oder was? Ja. Quasi Informatik. Ey, Creeper! Also Datenbanken sind echt scheiße, aber HTML, das geht eigentlich voll klar. Programmierst du da oder was machst du da? Ja, mach ich auch. Webseiten Grundkurs. Und so was machen. Ist cool. Ey, Jonas, also macht die Internetseite selbst.com. Ja, ja. Also ohne Programme, sondern richtig selber schreiben. Einfach, genau, mit Notepad++ selber Befehle schreiben und alles. Genau. Das macht eigentlich Spaß. Ah, das ist cool. Nils hat ja irgend so ein Bongo-Programm, die das für einen schreibt. Noch das? Ja, halt auswendig lernen. Hast du doch gesagt, oder? Das war irgendein Mongo-Programm. Ja, aber da muss ich halt selber trotzdem alles einfügen, ne? Das ist ziemlich cool. Ich würde ja auch gerne mal programmieren gelernt in unserer Schule. Dann machen wir später noch CSS. Machen wir noch. Wir machen Bildbearbeitung.